Bundeskanzler Karl Nehammer wird heute um 15 Uhr mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren. Nehammer ist es nach eigener Aussage sehr wichtig, die österreichische Neutralitätspolitik hochzuhalten, gleichzeitig aber mit beiden Seiten der Ukraine und auch Russland in Kontakt zu bleiben. Bundeskanzler Nehammer war aber nicht untätig. Er hat in den vergangenen Tagen auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, mit Ministerpräsident Schmihal und dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes Peter Maurer telefoniert. Am Donnerstag folgte dann ebenfalls ein Telefonat mit dem UNO-Generalsekretär Guterres und mit dem russischen Präsidenten Erdogan. Erdogan wird persönlich auch noch einmal sowohl den ukrainischen als auch den russischen Präsidenten kontaktieren und versuchen, eine Lösung für diese Situation zu finden. Karl Nehammer, der möchte auf jeden Fall einen Beitrag für eine friedliche Lösung finden. Das zentrale Thema des Telefonats, das wird es heute sein, die Schrecken des Krieges dem russischen Machthaber noch einmal vor Augen zu führen und vor allem auch das zu besprechen rund um grüne Korridore, die für die Agrarprodukte geschafft werden sollen. Denn derzeit stecken tausende Tonnen von Getreide in der Ukraine. Dieses Getreide, das möchte man weiter transportieren können. Dafür sind die grünen Korridore essentiell. Nehammer wird außerdem auch über das Leid der Menschen sprechen. Auch das wird ein zentrales Thema sein, das er mit Putin noch einmal thematisieren möchte. Und das ist Nehammer besonders wichtig, mit beiden Seiten in guten Kontakt zu bleiben, diese Verbindungen nicht abreißen zu lassen. Im Anschluss wird es dann auch ein Pressestatement geben, bei der Nehammer sich noch einmal äußern wird.